Gehen erstmal hier lang, weil hier nämlich ein Item wartet. Ei, ein großer und vier kleine. Okay. Versuchen wir erstmal auf die kleinen zu gehen. Nice. Okay, die sind One-Hit. Perfekt. Somit ist der Große auch kein Problem für uns. Nehmen wir mit. Gehen jetzt nach oben. Hier oben sind jetzt 6 Gegner gerade eben gespawnt. Ich glaube, es waren 6. Auch wieder ein großer auf jeden Fall. Ein großer und 5 kleine anscheinend. Okay. Ziemlich easy. Die kleinen sind ja One-Hit. Und der Kampf ist auch gelaufen. Perfekt. Ich überlege gerade, ob ich leveln soll. Weil ich noch nicht wirklich Lust dazu zu leveln, würde noch gerne ein paar KP sammeln. Spätestens bis zu dem Zeitpunkt, wo ein Bosskampf kommt und der uns dann von nur tötet. Ist hier noch etwas? Hier ist noch ein Item. Okay, nur noch das Item. Und dann, glaube ich, verlassen wir sogar schon hier diese Kristalllandschaft. Bin mir aber nicht ganz sicher, tatsächlich. Item abstauben. Und dann hier runter. Beziehungsweise hier hin. Ja, war jetzt ziemlich unspektakulär. Hätte besser dargestellt werden können. Ja, ziemlich viele Gegner. Sind das jetzt 2 Gegnerhälften oder eine? Oh, eine anscheinend. Holy shit. Einiges gemacht damit. Jetzt switchen wir auf Heilung. Leiding hat ein bisschen viel abbekommen. Den ersten erledige ich noch so und danach switche ich wieder das Paradigma. Und der Kampf ist jetzt auch schon wieder gewonnen. Sehr schön. Okay, hier hinten ist immer noch Kristalllandschaft, wenn man es richtig sieht. Dann werden wir noch eine Weile hier wohl gefesselt sein. Wieder ein Speicherpunkt. Noch erstmal außen vor lassen. Oh toll. Natürlich kommt so einer. Meta-Fertigkeiten. Brauche ich aber nicht, oder? Au.
Ja, das ist ein lustiger Fight. Alpha Behemoth. An der Stelle. Ich hoffe, er erledigt uns nicht. Gut, wir switchen einmal. Ich hoffe, ich kriege noch 500%. Ja, sollte funktionieren. Energie bei 90. Was sollte er hinhauen? Oh, Leute, bald euch. Danke. Ja, der Kampf sollte gelaufen sein. Auch wieder relativ easy. Und tschüss. Drecksgegner. Ja, hier ist wieder ein Item versteckt. Analysator brauche ich aber nicht. Ich glaube, es kommt eine Cutscene jetzt, oder?近所に住んでただけでパルスに染まった害虫扱いだ。本当にパルスが憎いんだね。違うな。怖いんだ。数千万の国民市民がみんな でも、あの町の人をみんなパージなんて。ああ、おかしいな。なのに政府のパルシはパージを止めなかった。これまでは政府の人間が判断を間違え、パルシエデンが修正したんだ。人間には愛想が尽きたから勝手に殺し合えってことかね。ルシは人間じゃないです。 封じ込める気だ。包囲の輪が閉じる前に脱出する。 Ja, alles klar, die sind halt schon auf dem Weg zu uns. Aber das heißt zu uns. Im Grunde genommen suchen die alle möglichen Flüchtlinge, die fliehen möchten. Wir sind aber auch mit eingeschlossen natürlich. Das heißt, wir dürfen jetzt gegen die tollen Soldaten hier kämpfen, die jetzt als neue Gegner dazugekommen sind. Ja.
Hätten wir die zwei jetzt auch erledigt. Und weiterlaufen. Ab in die nächste Zwischensequenz. Nächst kommt vorher Gegner, okay. Auch wieder neue Gegner, cool. Da ist ein Item, das würde ich jetzt gern vorher mitnehmen. Dankeschön, das ist nicht mal so schlecht. Den Kampf sollten wir auch relativ unbeschadet überstehen. Wobei die Gegner gut Damage machen, sehe ich gerade. Ah, der erste ist aber down. Das war nochmal Glück. Hätte gerade schief gehen können, die Aktion. Zwei ist auch erledigt. Dann bleibt nur noch einer. Falsche Richtung. Hier müssen wir lang. Oh, gleich drei von euch. Beziehungsweise zwei und ein anderer. Lass mal den da hinten erledigen. Glaube ich. Wunderbar. Gut, dass sie nicht so viel aushalten. Wunderbar. Also bisher kommen wir noch ganz gut ohne Aufleveln durch. Wird sich aber nicht lange so halten, leider. Den hinteren Weg wegen einem Item, was glaube ich nur da oben ist. Tatsache, da ist es. Das nehmen wir mit. Oh, sind sogar zwei Items, okay. Nice. Speicherpunkt. Ah, nice, noch ein Item. Shit, ist der jetzt alleine oder sind die zu zweit? Ah, zu zweit, verdammt. Nur, dass wir es dem da lahmlegen. Ich hoffe, das ist eine gute Idee. Scheint so. Wunderbar. Sollte reichen, wenn alle jetzt angreifen, bis zum Ende. Ich
Ah, wird knapp. Verdammt. Noch einen zweiten Schockzustand. Perfekt. Sollte jetzt reichen. Ich glaube, jetzt nur mit Angriffen haben wir den Kampf gewonnen. Perfekt. Ich weiß nicht, ob hier oben ein Item ist. Nö. Okay. Hier hätten wir einen Speicherpunkt, den ignorieren wir. Ich glaube, wir leveln jetzt mal. Damit ich es euch mal zeigen kann. So, es gibt die verschiedensten Punkte. Ja, es gibt Angriffskraft, Magie. Genau hier. TP für Leben und eben hier diese großen Kristalle, das sind Fähigkeiten. Viel mehr gibt es nicht zu wissen, das ist schon mal nice. Ah, was level ich bei ihr denn? Das ist natürlich schwierig. Ich glaube Verheerer. Das hat eine Verheerung. Auch lustig. Der hat schon auch Mentor. Ach so. Ach, verdammt. 11 Punkte fehlen. Ja, nicht schlimm. Und weiter geht's. Jetzt haben wir ein bisschen gelevelt. Sollte jetzt alles ein bisschen minimal einfacher werden. なんだろうな。使命を果たすの？肝心の使命が分からんしな。どうせろくでもないことだろうが。セラは何か言ってた？自分の使命のこと。何も心配させたくなかったんだよ。それとも 信頼されていなかったかな。 Gut, wir laufen weiter und rennen eigentlich jetzt direkt in den nächsten Kampf. Der aber kein Problem darstellen sollte. Ich muss es nicht heilen. Doch, muss ich. Anscheinend. Wir warten noch, bis man Lilith geheilt hat. Und switchen wieder. Oh, ein Item. Was bekommen wir von dir? 30 Gil. Dankeschön.
Und noch ein Item. Alles klar. Sechs Schmutzkrallen. Auch nicht so verkehrt. Ach, hier sind wir. Tor zur Ruinenstadt. Hier ist ein Speicherpunkt, aber den lassen wir erstmal aus. $600 Gil, das ist schon mal mega nice. So, den Kampf nehmen wir mit. Da wir jetzt auch einen Primitivschlag hinbekommen haben. Ja, und der Kampf ist jetzt ziemlich easy. Durch den Primitivschlag. Hat uns einiges an Zeit gespart. Hier ist noch ein Item versteckt. Der Kampf sollte auch nicht so schwierig werden. Ich muss gucken, wahrscheinlich den Soldaten zuerst. Der ein bisschen nerven kann. Und dann die anderen drei. Ich muss auf die HP jetzt achten, unsere Charaktere. Den ersten, glaube ich, können wir ausschalten, bevor die ihre Volt-Bohrer-Attacke machen. Ja. Oh, verdammt. Okay, die haben es halt wirklich erledigt damit. Shit. Ja gut, der Kampf sollte trotzdem gewonnen sein. Lebt nur noch einer. Das war's. Seth bekommt die Erfahrungspunkte trotzdem. Deswegen ist es nicht so schlimm, dass er jetzt gestorben ist. Sieben Schmutzkrallen. Was haben wir denn hier hinten? Ist hier noch ein Item? Nee, okay. Den Fight können wir auch annehmen. Gucken wir, dass wir jetzt die zwei Soldaten erst erledigen. Und dann den Großen. Ja, die halten echt nichts aus. Mega nice. Wir kriegen auch Schaden, dankeschön. Warum fokust er uns? Ach, Mann. Das sind so Kleinigkeiten, die mich ab und zu mal stören an dem Game. Wenn wir gefokust werden. Wir sind drei Leute. Ah, danke. Jetzt hat die Akku geswitcht. Endlich. Greift trotzdem nicht an. Okay. Nicht in meinem Problem.
Oh, noch ein Item. Den Kampf können wir auch wieder mitnehmen. Ist derselbe wie gerade eben. Das heißt auch hier wieder die zwei Soldaten zuerst erledigen. Der Kampf sollte jetzt auch vorüber sein. Und da geht er down. Nice. Das Item jetzt noch abstauben und dann laufen wir weiter hier durch die Ruinenstadt. Ein Blitzring. Das ist nicht so interessant, leider.